Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde von... Genau, No Man's Sky und der Giftschutz, der nimmt wieder ab. Das ist doch ganz normal. Ja, wir sind, wie man sehen kann, nicht mehr bei der Ruine. Ja, das Ganze war nicht mehr ganz so spannend. Vor allen Dingen, ich hatte ja immer noch die Vermutung... Ja, wir hatten ja dieses komische Signal da gehört. Und hatte da die Vermutung, dass da irgendwas noch zu finden ist in der näheren Umgebung. Ich habe mal wieder vergessen, die Taschenlampe anzuschmeißen. Ist ja wie immer Nacht. Das war aber vom akustischen her, ja, hörte sich ja das so an, als wenn die Quelle des Klangs, des Geräuschs, wie auch immer, an dieser Brücke, ja, dieser komischen Brücke da zu finden sein musste, irgendwie in einem von diesen Tonkrügen. Da war aber nichts. Mit den Tonkrügen selber kann man nichts machen. Das ist reine Dekoration, zumindest bis jetzt habe ich da irgendwie keine Möglichkeit gefunden. Ich habe da drauf geschossen, ich habe da alles Mögliche mitgemacht. Die Regie reagierte nicht. Ja, und gut, ich habe jetzt gedacht, gut, kannst du noch ein bisschen rumbuddeln. War aber alles nicht so das Richtige. Ich habe das Teil, glaube ich, markiert. Ich hatte da Ankunft 20 Stunden, das klingt sehr danach. Die andere ist wesentlich näher, ja genau. Ich habe da halt eine Basis errichtet, also da so ein, ne? Ihr wisst schon. So ein Computer, so ein Basiscomputer dahingesetzt und in der Hoffnung halt, dass ich dann da vielleicht nochmal irgendwann zurückkehre und dann nochmal ein bisschen rumbuddle und so. Schauen wir mal. Gut, ansonsten ist nichts Schlimmes passiert. Ich habe, glaube ich, ein paar Sachen... Ach so, genau, das wollte ich euch noch zeigen. Deswegen bin ich eigentlich hier. Fahne. Hier soll irgendwo eine Fahne existieren, hat man mir gesagt. Und da kann man dann sehen, wo denn gewisse Dinge zu finden sind. Wie beispielsweise eine kleine Station und so. Ja, das ist die Frage, wo finde ich die Fahne? Ja, was ich euch zeigen wollte, wie gesagt, ist die Geschichte mit diesen Nanitz-Haufen, die man selber basteln kann. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ob wir das nicht schon mal gemacht haben, aber... Ach, da ist die Fahne, ja, da renne direkt drauf zu, ja, alles gewollt. Wie gesagt, bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob wir das schon gemacht haben. Dann machen wir es auf jeden Fall jetzt. So, kurz mal hier reingehüpft. Und dann geben wir uns mal kurz hier zu unserer unterirdischen... Das ist ja schön. Zu unserer unterirdischen Behausung, auch Basis genannt. So, hüpf hier, hüpf da. Ja, abbauen kann ich hier jede Menge, das ist wohl wahr. Ja, also wie gesagt, das mit der Ruine, da muss ich mal gucken, das werde ich vielleicht auch dann wirklich offscreen machen. Und eventuell das Ganze nur ins Netz stellen, wenn da wirklich was Interessantes bei rumkommen sollte. So, kurz mal hier reingeschaut. Wir haben ja hier unsere nette, tragbare Raffinerie. Moment, ganz kurz. Ich gehe mal ganz kurz wieder zurück. Mal ganz kurz hier mal, ne, immer alles ganz kurz. Ihr kennt das. Hier rein. Wo ist es denn? Ich habe offscreen so ein paar Sachen verkauft und so, aber nichts Großes. Hier, genau. Dieses Hukneum, wie immer man es aussprechen mag. Und da ist ja hier diese komische, ölige, beunruhigende Flüssigkeit, die Wächter ausströmen. Und, ja gut, ein so ein Ding bringt 138 Units, besser als nix. Und die wir jetzt, also das, was wir jetzt bis jetzt haben, wären halt 13.000, also etwas bei 13.000 Units oder knapp 14.000, je nachdem, wie man es denn sehen möchte. Ja, 13.600. Hast du nicht gesehen. So, also bringt ein bisschen Geld, sag es mal so. Bringt ein bisschen Geld. Sehe gerade Sauerstoff. So, sehr schön. Okay. Das jetzt nur mal so als Hintergrundinformation. Dann begeben wir uns mal hier rein. Da bin ich dann vorbei. Und dann schmeißen wir das Zeug mal hier rein. So. Ihr seht schon an dem Verhältnis 10 zu 1. Das ist nicht so toll. Ja, das ist nicht so toll. Wir bekämen da jetzt 9 Nanithaufen raus. Ja, also es ist immerhin schön, dass das machbar ist, ja, dass man also wirklich auf die Art und Weise Nanithaufen herstellen kann, wenn man sie dann irgendwie dringend braucht oder so, aber dann Kostenverhältnis, also so ein Preis-Leistungs-Verhältnis, sag ich mal so,
ist, glaube ich, nicht so gegeben. Also bei 9 und Verarbeitungszeit ist erstaunlich schnell. Ja, und also wie gesagt, ne, machbar, ja, sinnvoll, ich weiß nicht. Ich würde mal sagen, eher nein. Ja, und wir haben ja andere Möglichkeiten, Nanithaufen zu produzieren, zu finden, irgendwie ja, uns einzuverleiben, wie auch immer. Taschenlampe. Und ja, da muss ich jetzt nicht das Zeug da irgendwie für verbraten. Da ist es, glaube ich, besser, wenn ich das direkt in Units umsetze. Eine andere Verwendung habe ich dafür noch nicht gefunden, außer jetzt natürlich die Geschichte hier mit den Nanithaufen, ne? Logisch. So, ja, das nur so mal ganz nebenbei. Oh, es ist Gott sei Dank nebenbei hell geworden. Was so alles nebenbei passiert. So, okay. Ja, was jetzt? Was, ne? Es ist, hier ist ja altbekannt. Und der Dingsbumschutz ist auch gleich wieder aktiv. Wo steht mein Schiff? Schiffchen, Vögelchen, Schiffchen. Glaube ich wahrscheinlich dahinter. Irgendwie hier verborgen. Kann eigentlich gar nicht anders sein. Gehen wir ganz kurz hier dran vorbei. So, stelle ich mal hier so hin. Ganz demonstrativ. Ja, ja, ist ja gut. Ich wusste, dass das passieren würde. Wo ist denn jetzt mein Schiff? Vermuckst nochmal. Das wird da oben auch gar nicht angezeigt. Manchmal ist dieser Kompass oder wie immer noch da. Es ist. Oder wie man das Teil nennen mag, nicht unbedingt hilfreich. Wenn man die Sachen, die man sucht, nicht findet. Ich glaube, wir kennen uns schon. Ja, wir kennen uns da. Es ist ein altbekannter Kollege. Der rennt hier immer rum. Ja, und gibt seine Kommentare zum Besten. Ich lasse den da mal. Das weiß ich nicht. Der hat heute irgendwie schlechte Laune. So. Ja, was wollten wir tun? Wir wollten natürlich noch andere Planeten hier in diesem System erkunden. Zumindest noch kurz vorbeischauen und Hallo sagen. Und auf jeden Fall hatte ich ja dann auch noch in Erwägung gezogen, eine gewisse Raumstation aufzusuchen. Denn die Raumstation in diesem System, die haben wir noch gar nicht besucht. So, wenn ich nicht ganz falsch liege. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Ne, bin mir ziemlich sicher. Und dann würde ich doch sagen, bevor wir jetzt hier wieder stundenlang auf diesem Planeten rumrennen, dann machen wir doch diese Dinge. Ich brauche sowieso ein bisschen Tritium. Und ja, das mit den Schlüsseln, die würde ich ja ganz gerne mal wieder einsetzen können. Daher auch die Idee von wegen hier mit der Ruine da noch ein bisschen rumbuddeln zu wollen. So, okay, ab ins All. Schauen wir mal, findet sich alles? Entschuldigung, muss mich ein bisschen anders positionieren hier auf dem Stuhl. So, ja, dann brauche ich jetzt erstmal Treibstoff. Das wäre sehr, sehr schön, wenn ich hier jetzt fündig werden würde, aber ich glaube, da ist kein Mangel dran. Greifen wir mal dieses Teil hier raus. Was bekomme ich? Ja, geht schon los. Das ist mal ganz gut. Tritium gibt es hier en masse. Aber die nächste Ladung. Sehr gut. Oh, ein klein wenig Silber. Ja, ist auch nicht verkehrt. Bringt Geld. Im Augenblick bekomme ich aber hier hauptsächlich Silber. Ich meine nicht, dass ich mich deswegen jetzt beschweren würde. Ne? Also das ist nur erstaunlich. Ne? Normalerweise, wenn ich nämlich Silber oder Gold oder was suche und das irgendwie, ne, um da Geld und so, ne, rauszugewinnen, dann finde ich was? Genau, Tritium. Jetzt bekomme ich sogar noch ein bisschen Gold obendrein. Ah, sehr schön. Sollte mir das was sagen? Sollte ich hier vielleicht ein bisschen Gold und Silber farmen? Oder abernten, je nachdem. Ich mache das erstmal hier auf die Art und Weise. So. Das bringt zwar nicht so viel. Also nicht so viel wie diese großen Klumpatsches da hinten. Aber das bringt ein bisschen was. Heute, ich brauche Treibstoff.
Also jetzt nicht unmittelbar dringend und ganz schnell und so, aber wäre schon schön. Ja, das ist eigentlich so mein Hauptbegehr hier im Augenblick. Stattdessen werde ich hier mit Edelmetallen zugeschmissen. So. Okay. Ja, nehme ich alles. Oh, wir sind sehr nah hier, die Kollegen. So. Unfassbar. Das muss hier ein Nest sein. Da gibt es wieder ein bisschen Gold. Gold, Moment. Die sind wesentlich näher dran. Ah, das sieht schon gut aus. Das ist doch ganz was anderes. Genau, immer her damit. Die will nicht. Ups. Wie sieht's denn aus? Wir haben... Oh, Momentchen mal. Ein klein bisschen Ordnung bringen hier in das ganze Durcheinander. Wir haben ein bisschen Silber, wir haben ein bisschen Gold. Und wir haben einiges an Tritium wieder dabei. Das ist schon mal nicht verkehrt. Gerade an diesem dicken Brocken bin. Ja, und ich hier schon einiges an Silber einfahren konnte, dann würde ich auch sagen, nutzen wir die Gelegenheit, auch wenn das jetzt nicht so geplant war, und tragen diesen kleinen Kollegen hier mal ab. So. Ordnung muss sein. Und nehmen wir mal mit, was wir so kriegen können. Dann lohnt sich das wenigstens ein bisschen, wenn ich hier Silber habe. Wir wollen ja gleich zur Raumstation. Und dann kann ich das schon mal wieder in Units umwandeln. Sofern ich dann hier noch überhaupt noch Silber finde. Sag mal, was ist mit dem riesen Ding hier los? Ja, jetzt kommen da so ein paar Klumpen an. Ich greife mir den extra raus jetzt hier, ne? Und da kommt da nichts. So, na. Da hat er jetzt nichts drin. Ja, solche Sachen mache ich eigentlich lieber offscreen, weil so spannend ist das ja jetzt nicht mehr. Also, man trägt halt einen riesigen Meteoriten ab. So, verhältnismäßig riesig im Vergleich zu den anderen Dingern, die hier so rumgeistern. Und kriege ich dadurch ein bisschen Silber in den Laderaum buxiert. Aber was macht man nicht alles für Geld? Geld regiert die Welt. Und das Universum dazu. So, hallo? Okay, der hatte nichts mehr. Egal. So, dann haben wir zumindest ein bisschen mehr Silber an Bord. Und dann lohnt sich das schon eher, die Sachen dann zu verkaufen. Was sagt... Das Tritium, da geht noch ein bisschen was. Aber wir kommen so langsam in den Bereich, wo ich sage, es reicht. Hallo? Manche muss man etwas mehr überreden als andere. Das ist zu weit weg wahrscheinlich. So, da kriege ich noch ein bisschen Tritium. Und ein bisschen Silber. Immer ja damit. Okay. Sehr schön.
Das sieht gut aus. Ja, wunderbar. Damit haben wir erstmal genügend Reserven. Darf ich nachtanken? Startschub? Nein, Impuls ist, glaube ich, voll. Jo. Dann ist das erstmal so. Gut. Raumstation. Dortigens. Und ab dafür. Hallo? Dann sagen wir mal bei der Raumstation ganz kurz guten Tag. Und dahinter ist da ja, oder davor, je nachdem, ich weiß jetzt nicht genau, wo die sich befindet, ich denke mal davor. Also vor dem Planeten, insofern haben wir da noch einen unentdeckten Planeten in der Nähe, so haben wir es dann auf jeden Fall richtig. Und den können wir uns ja dann anschließend mal zu Gemüte führen, gucken, was wir da so Nettes finden können. Und ja, wird schon werden. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. So, Raumstation kommt langsam näher. Da ist er schon, da ist er schon, da ist er schon. Wo ist denn hier der Eingang? Wahrscheinlich den Planeten zu gewandt. Wobei, man weiß es nicht. Was sagt die Geschwindigkeit? Ein bisschen mehr dürfte es schon sein. So, ja, das ist ja ganz nett, dass hier wieder so viel Information auf mich einprasselt. Wenn man sehen dürfte, wäre das noch schöner. Ja. I don't know. Wir müssen eindeutig näher ran. So, dann kriegen wir das auch weg. Ja, wie es aussieht, scheint der Eingang wohl, ne? Der anderen Seite zu sein. Da ist er. Ja, ich eher. Ich bin vielleicht ein bisschen zu dicht dran, kann das sein? Ja, ihr fehlt mir jetzt auch noch. Kurz bevor ich hier Dinge machen kann. Wie zum Beispiel hier reinfliegen. Ja, lass die da mal machen. Da kümmern wir uns den Anschluss dran. Ja, das ist der Nachteil, wenn man das erste Mal halt den Warp-Antrieb benutzt. Dann werden die Piraten aktiv und wollen dann irgendwie Ärger von einem. Ja, aber da muss man durch. Draht hier und da hilft nichts. So, Sachen verkaufen. Hier ein bisschen umgucken. Das wäre ganz nett. So, Halli. Bin ich heute etwas heftig unterwegs, kann das sein? So, ja, Tag, die Herren. Damen gibt's hier, glaube ich, keine, oder habe ich die nur noch nicht gefunden? Gut, Gegenstände aus deinem Inventar verkaufen, da hätten wir anzubieten. Moment. So, ja. Ich will das immer mit der Maus machen. Ich bin ein Maus orientierter Mensch. So, einmal das weg. Sonst habe ich weiter nichts im Angebot. Wie sieht's hier aus? Ja, wie gesagt, das gibt jetzt nicht so unheimlich viel, weil ich nicht so viel da abgebaut habe. Bisschen Silber, bisschen Gold, gibt ein bisschen Geld. Ist ganz nett. So, okay. Habe ich Dinge vergessen? Das ist Treibstoff. Ja, Mikroprozessor bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, das brauchen wir für irgendwas, um da Dinge bauen zu können. Die Navigationsdaten, die müsste ich dann auch noch verwursteln. Sehr gut. Jo, Moment. Mecker. So, was gibt's denn hier Schönes? Erstmal so ein bisschen geguckt. Tag, wer bist du denn?
Der Kaufmann Lemning oder so. Dann sagen wir doch mal Hallo. War das ein schönes anzubieten, mein Freund? Ich verstehe kein Wort. Wie weggehen? Die Lebensform macht eine entschuldigende Geste. Ihre genaue Bedeutung bleibt unklar. Aber es ist offensichtlich, dass ich hier keine Arbeit finden werde. Achso, der kann Arbeit anbieten. Achso, okay, ja, dann gehen wir weg. Wenn der irgendwie für mich nichts hat und ich nicht darf oder und vielleicht auch gar nicht will. Wer weiß, ne? Dann ist das halt so. So, Handelsgesandter. Afankal. Gildegesandter. Was hat er denn anzubieten? Auch er gibt sich jegliche Mühe, sich verständlich zu machen, aber was ist da an seiner Nase? Sind das Schrauben? Da ist nichts zu. So, die Worte der Lebensform sind zwar unklar, das Abzeichen auf ihrer Uniform dagegen ist unverkennbar. Er ist ein Gesandter der Händlergilde. Okay. Sie scheint allerdings kein großes Interesse daran zu haben, mit mir zu handeln. So, dann eben nicht. Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Hä, was war das? Jetzt habe ich wieder was nicht mitgekriegt. Egal. Achso, ich muss in ein anderes System, oder soll in ein anderes System haben, das war jetzt der Hinweis. Kann ich, darf ich? Nur mal so ausprobiert, wenn ich gerade mal hier bin. Offline, Kennung, lokale Übertragungsstation nicht verfügbar. Offline, alles nicht da. Ja, das ist, wie gesagt, wir müssen ein paar Mal hüppen. Habe ich eigentlich in dem System schon Teleporter gebaut? Ich glaube nicht. Tag der Herr, wer bist du denn? Verkäufer Gek Usna. Tag, Verkäufer. Auch er gibt sich reichlich Mühe, sich irgendwie verständlich zu machen. Der Duft des Händlers ist so angenehm wie benebelnd. Seine Augen füllen sich mit Stolz. Vielleicht wegen des blumigen, duftigen Gases, das uns die ganze Einrichtung, das uns und die ganze Einrichtung eingehüllt hat. So riechst du schön. So, um Hilfe beim Gag-Dialekt bitten. Tauschhandel, 1000 Units. Also, ich investiere da mal 10 Units. So, der Verkäufer bringt mir das Wort, bringt mir ein Wort seiner Sprache bei. Das ist nett. Gebrüteter gelernt. Ja, das ist, ja. Dass wir das wissen. Hallo? Ein Bediensteter. Gexig oder so. Ja, Tag auch. Wie geht's denn so? Bediensteter. Der Gag wirft mir einen kurzen Blick zu, als ich mich nähere. Scheint aber beschäftigt zu sein. Er kämpft damit, sich unter Kontrolle zu halten und sein Lachen zu unterdrücken. Kitzeln? Der Gag explodiert vor Heiterkeit. Ich gehe, bevor aus dieser Heiterkeit noch Ärger wird. Sehr schön. Ja, war nett, dich ein bisschen durchkitzeln zu dürfen. Fassbar. Ein Spezialist. Du hast so wunderschöne Augen. Das hektische Schnabelklicken des Händlers scheint anzudeuten, dass er offen für etwas holprige Konversation mit möglichen Missverständnissen ist. Tauschhandel, 200 verdichtet Kohlenstoff. Weggehen. Ich investiere nochmal 10 Units, was soll's. So, auch er bringt mir ein Wort bei. Das Gag wird zerstören gelernt. Das ist schön. Zerstören ist immer gut. Zerstöre alles. So, wo kann ich hier noch? Hier kann ich bestimmt verschlüsselte Navigationsdaten mitnehmen. Ein weiterer Reisemeilenstein ist erreicht. Aha. Nicht allein. Aliens getroffen. 10. Ach. Oh, doch so viele. Da bin ich jetzt aber überrascht. Gut, mit dem Ding hier selber kann ich nichts machen. So, sonstige nette Gespräche. Ich meine, wenn wir schon mal gerade dabei sind, uns hier unbeliebt zu machen oder so. Ein Makler. Ja, gut, interessant. Finde ich nett. Und sonst so? Ein schwacher, unangenehmer Geruch lässt rasch nach. Aha, okay. Der Händler pickt mein Multiwerkzeug an, hinterlässt eine schwache Sabberspur und hat klargemacht, dass er offen für Konversation ist. Ja, und jetzt hast du mein Multiwerkzeug vollgesabbert und was ist nun los? Nach dem Weg fragen.
Makler Iblanz bietet mir eine Wegbeschreibung zu einem interessanten Ort an. Ja, immer her damit. Ein Signal entdeckt. Ja, dann werden wir uns doch mal da so ein bisschen umtun. Wenn wir schon solche nette Angebote bekommen. So, noch ein Bediensteter. Man sollte den Leuten auch wenigstens so von vorne, so face to face ist man nett, nicht so von hinten, so, das mögen die nicht. So, und was ist mit dir? Ja, auch den verstehe ich überhaupt nicht. Der Gag wirft mir einen kurzen Blick zu, als ich mich nähere. Scheint aber beschäftigt zu sein. Er kämpft damit, auch er hat hier Probleme mit dem Lachen. Oh. Das ist bei dem einen irgendwie gerade gut angekommen. So. Achso, okay. Ja. Ich kitzel mich jetzt immer durch hier, das ist jetzt egal. Wir haben hier noch einen weiteren Spezialisten. Also Gag habe ich verstanden, alles andere ist mir vollkommen unverständlich. Der Händler klickt mit seinem Schnabel und sabbert ein wenig. Ihr seid die Sabberer vor den Herren, kann das sein? Als der Sabber beinahe den Saum seines Anzugs trifft, schafft er es irgendwie, ihn zurückzuziehen, zurück in seine Nasenlöcher zu ziehen. Ich bin es mir gar nicht vorstellen. Dadurch entsteht ein eindrucksvoller, wenn auch kurzzeitiger Schleimkreis. Ihr seid zu liebreizend. Nach Weg fragen. Ich frage nochmal nach dem Dialekt. Das ist nett. Und zwar Freund. Ja, Freund ist auch immer sehr, sehr wichtig. So, hier hätten wir einen Kaufmann anzubieten. Aha, das hat sich direkt bezahlt gemacht. Ne? Hier, ne, ich kann jetzt Freund verstehen, immerhin, und Gag. Wir sind fast in einer richtigen Diskussion gefangen und so. Und ja. Der Händler starrt in mein Helmvisier und passt sein Schnabelklicken meinen Atemzüge an. Okay, warum? Ich nehme an, dass ich mich dadurch willkommen fühlen soll. Aha, okay, nett. Ja. Soll ich ihm jetzt nach einem Gag-Dialekt bitten oder ich frag auch mal nach dem Weg. Vielleicht noch was anderes anzubieten, wer weiß. So, der Kaufmann Ortas Gris bietet mir eine Wegbeschreibung zu einem interessanten Ort an. Dann mach mal. Außerirdischen Monolith entdeckt. Sehr gut. Ich hoffe, das sind nicht die gleichen Dinge, die ich da jetzt... Entschuldigung, dargeboten bekommen habe. Hatten wir schon das Vergnügen. Arbeiter, Gagpal, ich sag mal einfach Hallo. Ja, dass du Gag bist, das ist mir klar. Der Duft des Händlers, egal, ist so angenehm wie benebelnd. Seine Augen füllen sich mit Stolz. Vielleicht wegen des blumig duftenden Gases, das uns und die ganze Einrichtung eingehüllt hat. Tauschhandel, ich frag mal hier wegen Gag-Dialekt. Arbeiter, Gag. Paralysas bringt mir ein Wort in seiner Sprache bei. Für Verzweiflung. Ja, das passt immer. Verzweiflung gelernt ist sehr schön. Das ist gut. Dann wären wir hier, glaube ich, erstmal so weit durch, ne? Mit den Herrschaften und so. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, sich mal mit den Leuten so ein bisschen zu unterhalten. Dann, warte mal hier. Nichts weiter irgendwie. Da geht es, glaube ich, ganz tief runter oder so. Okay. So, hier hätten wir noch was anzubieten. Oder auch nicht. Das ist nur eine Lichtquelle, die in Erscheinung tritt. Da kann ich was durchsuchen. Das ist schön. Wir bekommen ein bisschen die Wasserstoff. Auch nicht verkehrt. So, okay. Ja, dann würde ich sagen, wir tun uns hier noch ein bisschen um. Das machen wir dann aber in der nächsten Runde. Und danach werden wir uns dann halt in die unvermeidliche Konfrontation mit gewissen Herrschaften stürzen. Dieses und weiteres, wie gesagt, machen wir dann aber erst in der nächsten Runde. Bis dahin, alles Gute und nutzt den Tag.